Ich möchte heute mal einige Versuche aus meinem neuen Buch vorstellen, Elektronik, Start, Schaltungen und Projekte. Die ganze Sache hat mal angefangen, weil wir im Amateurfunkverein für die Kinderübungen und Nachwuchsförderung so kleine Platinen gemacht haben. Hier ist ein Blinker mit wenigen Bauteilen. Man kann hier verschiedene Kondensatoren einbauen, auch verschiedene Farben, und Kinder können sich damit vergnügen und schaffen das auch locker, das aufzubauen. Eine andere Schaltung ist dieser kleine Sensor. Das ist ein Berührungssensor mit einer Darlington-Schaltung. Wenn ich hier so anfasse, geht die Lampe an. Ich kann aber auch hier noch eine LED einbauen als Lichtsensor. Die Darlington-Stufe hat genug Verstärkung, um die LED einzuschalten, wenn hier Licht drauf fällt. Das Ganze ist dann etwas später zu einer Kombiplatine geworden, die hier auch abgebildet ist auf dem Buch. Und wenn man genau hinguckt, sind das eigentlich die beiden Schaltungen, die ich vorher gezeigt habe. Aber ich habe hier Trennstellen. Hier kann man Jumper abziehen und dann Teile der Schaltung benutzen. Und man kann über äußere Anschlüsse die Teile anders kombinieren, ganz andere Sachen damit machen. Und sehr viele Versuche, die über das ursprüngliche Material hinausgehen, über den Blinker und den Sensor. Das Ganze muss man nicht unbedingt auf so einer Platine aufbauen. Ich hatte hier einen Probeaufbau, um die ganze Schaltung zu überprüfen. Das habe ich auf einer Lochrasterplatine gemacht. Meine Schaltung ausgedruckt, draufgeklebt, durchgestochen. Und das war für mich ein Test, ob die Platine in Ordnung ist oder ob sich da noch ein Fehler verbirgt. Und noch eine Variante, sozusagen freihändig auf einer Lochrasterplatine, einer doppelseitigen, die Schaltung nachgebaut. Das geht natürlich auch, und Steckplatine würde gehen. Alle Aufbautechniken, die es gibt, kann man verwenden, weil die Schaltungen ja sehr einfach sind. So, jetzt habe ich heute noch eine andere Aufbautechnik probiert, und zwar, um die Versuche vorführen zu können, dann muss das alles ein bisschen größer sein, sonst sieht man nichts. Und zwar habe ich einen Briefumschlag genommen und eine Wellpappe da reingetan. Da kann ich jetzt schön Löcher reinpieksen und Drähte reinstecken. Hier diese Hauptdrähte für Minus und Plus, die gehen so ein bisschen schräg in die Wellpappe rein, und deshalb kann das ja auch nicht mehr rausfallen. So, die Schaltung ist angefangen, aber noch nicht funktionsfähig. Und ich schalte aber schon mal mein Lötkolben ein, damit das hier gleich verpufft. Also die Zeichnung ist eigentlich ein Blinker mit diesen beiden Transistoren und eine Darlington-Schaltung für Sensorversuche mit diesen beiden Transistoren. Die Ausgangsstufe ist immer gleich. Ein NPN-Transistor, ein Widerstand 1 Kiloohm und eine LED. So, wenn ich jetzt irgendwie den Transistor hier überbrücke, dann müsste die LED angehen. Im Moment funktioniert es ja nicht, weil die Basis frei liegt und der Transistor bekommt keinen Basisstrom, dann fließt auch kein Kollektorstrom, nichts geht. Jetzt halte ich hier mal einen Draht dran. Jawohl, die Lampe ist blendend hell. Okay, ich habe hier eine LED, die ist besonders empfindlich. Die läuft schon mit ein paar Mikroampere.
wenn ich jetzt anfasse, dann ist mein Hautwiderstand auch in der Lage, ein bisschen was leuchten zu lassen. Kaum zu sehen, denke ich. Ein bisschen anlecken. Dann ist es schon ganz ordentlich. Also man sieht schon, dass die LED ein bisschen angeht. Ach ja, dann kann ich auch gleich mal Basiswiderstand spielen. Ich passe jetzt Basis und Kollektor an. Und dann ist die Lampe sehr, sehr hell an. Das heißt ja schon, der Transistor verstärkt. Ich habe hier einen kleinen Basisstrom durch den Finger fließen lassen. Der wird verstärkt und der Transistor schaltet schon fast voll ein. Das ist übrigens schon so ein richtiger Test für die Bauteile. Also wenn ich jetzt die Schaltung nur so weit aufgebaut habe, dann habe ich hiermit getestet, dass die LED richtig rum drin ist, dass der Vorwiderstand okay ist. Die Batterie, also die drei Teile sind schon getestet. Und wenn ich jetzt noch hier meinen Finger drauf halte und das geht auch noch ein bisschen an, dann ist auch der Transistor schon getestet. Gut. Hier fehlt jetzt eine Verbindung. Ich habe die hier eingezeichnet, ist aber noch nicht gebaut. Gucken, ist der Lötkolben schon warm? Dann kann ich ja mal diese Leitung legen. So. Ach, da geht's an. Zange ist auch da. So. Die Lampe ist jetzt sehr hell, also voll eingeschaltet. Jetzt kann ich mal gucken, was das hier bedeutet, wenn ich mein Messgerät in den 20 Volt Bereich schalte, dann kann ich mal gucken, wie die Betriebsspannung ist. Na, 9,3 Volt ungefähr. Die Batterie ist ganz neu. An der LED liegen 2,6 Volt. Am Widerstand finde ich 6,5 Volt ungefähr. Und jetzt ganz spannend, zwischen den beiden Anschlüssen des Transistors finde ich 0,1 Volt. Das heißt, der ist fast voll eingeschaltet. Viel mehr kann er auch gar nicht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Kurzschluss mache, dann habe ich ja wirklich eine echte Verbindung. Da sehe ich keinen Unterschied in der Helligkeit. Diese 0,1 Volt kämen dann noch dazu. Der Strom wird ein bisschen größer, aber eigentlich ist das so gut wie voll eingeschaltet. Und zwar mit einem Widerstand von 100 Kiloohm. Jetzt kann man nochmal die Basisspannung messen. Was war das hier? 0,7 Volt. Also dann ist hier 8,3 oder was? Bisschen mehr? 8,5. 8,5 Volt, 85 Mikroampere fließen hier. Und hier fließt jetzt ein Strom von 6,5 Milliampere. 6,5 Volt durch 1 Kiloohm ist 6,5 Milliampere. Okay. Die LED kann übrigens 20 Milliampere aushalten. Bin also hier noch weit drunter. Gut, jetzt muss ich mal weiterbauen. Hier ist noch ein Widerstand vorgesehen. Ich zeige aber erstmal, was passiert, wenn man das einfach überbrückt hier, Basis und Kollektor. Dann habe ich immer noch eine Helligkeit. Ne? So.
Die LED ist nicht sehr hell. Was ich jetzt gebaut habe, ist ein Stromspiegel. Das heißt, der Strom, der hier durch den Widerstand geliefert wird, fließt dann auch in gleicher Größe hier. Das wären jetzt fast 90 Mikroampere. Und die LED leuchtet jetzt mit 90 Mikroampere, weil die beiden Basisspannungen gleich groß sind. Deshalb muss auch der Strom gleich groß sein, ungefähr jedenfalls. Gut. Dann soll ich aber hier einen Widerstand einbauen, statt der direkten Verbindung. Das mache ich mal. 100 Kiloohm hat er auch. Ich habe die Widerstände so gewählt, dass man nur zwei braucht eigentlich für die ganzen Versuche. 1 Kiloohm hier als Vorwiderstand und alle anderen haben 100 Kiloohm. Das war wichtig für die Versuche mit den Kindern, dass man das Material gut zusammenkriegt und viele gleiche Widerstände kaufen kann. Und dann gibt es auch weniger Verwechslungsgefahr. So, verzinnen. Umbiegen. Gucken. Aha. Die LED wird wieder schwächer, wenn ich das mache. Ich soll hier drunter klemmen und dann hier ein bisschen festlöten. So, jetzt habe ich einen veränderten Stromspiegel, weil hier keine direkte Verbindung mehr drin ist, sondern ein Widerstand. Der ist klein. Im Vergleich zu üblichen sonstigen Anwendungen, weil er genauso groß ist wie der Kollektorwiderstand. Und jetzt kann ich mal was messen. Wie groß ist hier der Spannungsabfall an diesem Widerstand? 28 Millivolt. Ich muss allerdings schon ein bisschen aufpassen, dieses Messgerät hat einen Innenwiderstand von nur einem Mikroohm. Das kann schon eine kleine Verfälschung geben. Aber so ungefähr 30 Milliampere sind das. Durch 100 Kiloohm ist 0,3 Mikroampere, was hier fließt. Hier fließt 90 Mikroampere. Jetzt kann ich schon im Kopf rechnen. Das sind also rund 270 mal mehr. Das heißt, ich habe jetzt schon die Stromverstärkung von diesem Transistor gemessen mit dieser einfachen Messung. So, das bedeutet auch, die Spannung ist jetzt hier um 30 Millivolt höher als vorher. Entschuldigung. Gucken. Was? Doch vor 0,7 gemessen. Ach so, nee, 0,7 war für volle Helligkeit, jetzt habe ich 620 Millivolt und damit ist die Lampe jetzt nur halb an oder schwach an. Ich kann jetzt mal auf der anderen Seite messen. Was habe ich jetzt für eine Kollektorspannung? 6,7 Volt und der Strom hier ist nur noch 0,3 Milliampere. Das heißt, ich habe den Strom mit dieser Ansteuerung hier reduziert. Die LED ist weder ganz an noch ganz aus. Und das ist das, was ich brauche, um Schwingungen aufzubauen. Ja, gut. Dann möchte ich jetzt mal die Rückkopplung einbauen. Das heißt, ich habe hier einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe. Was habe ich denn für einen Kondensator? Gar keinen. Was ist das?
10 Nanofarad ist nicht gut. Jetzt muss ich ein. Ach, hier ist noch was. Ja. Okay. 150 Nanofarad, das ist wenig. Das heißt, wenn ich den verwende, dann wird es ziemlich schnell blinken. Und okay, die Verbindung kann ich jetzt mal hier so querfeld einmachen, hier so drüber gebogen. Also. Kondensator hier dran. Andere Seite verzinnen. Ein Widerstand. Beide Seiten verzinnen und ja, dann geht das hier an den Kollektor. Und hier an den Kondensator. Es blinkt, aber sehr schnell. Wenn ich mir jetzt mal einen größeren Kondensator suche. Moment. Eine Kondensatorkiste hat alles Mögliche. Ne, 1000 Mikrofarad wäre jetzt übertrieben. Was ist das? Wenn ich den verwende, dann habe ich wahrscheinlich ein ganz langsames Blinken. Und dann kann ich aber mit dem Messgerät das verfolgen, was da passiert. Mal sehen, ob das funktioniert. So große Elkos haben, wenn sie lange liegen, manchmal ein Problem. Die können einen größeren Ladestrom haben. Ein Leckstrom, der dann die Schaltung hier stört. Mal sehen, bin gespannt. Jetzt habe ich noch glatt die Finger verbrannt. Ist ja auch klar. So. Ja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Doch. Es scheint zu funktionieren. Die LED wird jetzt langsam immer schwächer. Das bedeutet, der Kondensator lädt sich gerade auf. Also eine Resthelligkeit war hier noch. Aber wenn die Aufladung irgendwann so weit abgeschlossen ist, dass hier kein Ladestrom mehr fließt, dann kippt es um. Jawohl, da haben wir es. So, und jetzt kann ich in aller Ruhe messen, was hier passiert. Kann ich am Kondensator messen? Ja, das wird ein Problem, weil das Messgerät da auch einen Widerstand hat. Dann messe ich mal hier. 1 Volt. Ah, die Spannung sinkt. Das heißt, der Ladestrom sinkt. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo der Basisstrom für den linken Transistor nicht mehr ausreicht, um den voll durchzusteuern. Ja, und dann, zack, kippt das um. Ich hatte hier jetzt gerade, ja, eine negative Spannung habe ich. Der Kondensator war nämlich noch
geladen. Und wenn ich jetzt hier einschalten lasse, dann geht die Spannung fast auf 0 und ich finde hier eine negative Spannung. So. Der Ladestrom ich bin ja noch im negativen Bereich. Wie ist das jetzt hier? Der Transistor ist also gesperrt. Da kann ich auch an der Basis messen. So, jetzt habe ich 0,6 Volt. Und damit ist der linke Transistor leitend, schaltet die Basisspannung für den rechten Transistor ab und die Spannung an der Basis sank ein bisschen, bis man an diesen Punkt kommt, wo nicht mehr genug Strom fließt und dann kippt das wieder um. So, jetzt kann ich hier nochmal schön messen. Ja, Transistor ist voll eingeschaltet, also 0,11 Volt. Und wenn das gleich umkippt, dann springt die Spannung hoch und wird wohl nicht bis auf 9 Volt gehen, sondern etwas weniger, weil die LED ja auch noch einen Spannungsabfall hat. Mal sehen, ob man vorher schon was erkennen kann, dass die Spannung leicht ansteigt. Nicht unbedingt. Na, willst du denn bald? Ja. Ja, okay, ich messe hier 7 Volt. Und ich sehe auch noch ein ganz schwaches Leuchten, denn jetzt fließt noch der Ladestrom über die LED, über diesen Widerstand und über diesen Widerstand. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich habe jetzt ein paar Versuche aus dem Buch, aber in anderer Reihenfolge vorgestellt. Und man sieht, dass man mit so einer kleinen Schaltung richtig arbeiten kann. Wenn man das sorgfältig macht, hat man nachher genau verstanden, wie die Transistoren funktionieren. Man kann auch die Transistoren noch genauer untersuchen, Kennlinien aufnehmen, all solche Dinge. Und man findet Techniken, so eine Schaltung zu überprüfen, Funktionen zu überprüfen, Fehler zu suchen und so weiter, die dann auf komplexere Schaltungen übertragen werden können. Und deshalb plädiere ich dafür, mit so kleinen Schaltungen sehr sorgfältig zu arbeiten und intensiv sich damit zu beschäftigen. Und ich wollte auch zeigen, dass es eigentlich egal ist, wie man das aufbaut. Es muss keine Platine sein. Man kann die ganze Sache auf Reißzwecken löten, auf ein Lochrasterplatine aufbauen, auf ein Steckboard setzen oder mit irgendeinem Baukastensystem probieren. Das ist eigentlich egal. Man kann immer zu denselben Ergebnissen kommen und man kann alle Schaltungen, auch die modifizierten nachher im Buch, leicht nachbauen und ausprobieren. Ja, das soll es mal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen.